Guten Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car. Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Auf dem Baku City Circuit geht es heute um eine 5,95 Kilometer lange Strecke, die mit 7 Rechts- und 13 Linkskurven, also insgesamt 20 Kurven, gespickt ist. Die Wagen werden heute Spitzengeschwindigkeiten von 346 km/h erreichen, einige vielleicht sogar die 350er-Marke knacken, dann, wenn sie selbst DRS haben und der Vordermann noch einen Windschatten gibt. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Williams. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Änderungen im Reglement, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. An diesem Wochenende gibt es im Team zahlreiche enttäuschte Gesichter. Die neuen Reglements scheinen sie ganz schön schwer getroffen zu haben. Aber die Saison ist noch lang, da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, sich anzupassen und Punkte zu holen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Bottas, Esteban Ocon und Ricciardo. Ein Force India, Verstappen, Grosjean und Kevin Magnussen. Leclerc, Sainz Junior, Nico Hülkenberg und Alonso. Ericsson, Gasly, Lance Stroll und Stoffel van Dorn. Sirotkin. Und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ladies and Gentlemen, willkommen zum Rennen hier in Baku in Aserbaidschan. Ich habe das ganze Intro Zeit, das Ding zu verstellen, ja? Ich bin auch manchmal ein bisschen, naja. Siebter Platz, also Startplatz. Wir gucken uns die Rennstrategie mal an. Die sagt uns zwei Stops. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Die gelben Reifen fahre ich hier definitiv nicht. Die roten sind mir schon zu rutschig. Ich lasse es genauso, wie es ist. Da wird nichts dran gemacht. Das bleibt... Habe ich da gesehen? Ach, Strecke 35, 34 Grad. Ich dachte schon, Air Temperature. Das wäre natürlich Wüstenrennen. Ne, selbst in, ich glaube, selbst in Bahrain hast du keine 34 Grad Luft. Naja. Oh. Okay, da bin ich jetzt. Ich war gerade voll mit dem Gaspuls am Spielen, weil da irgendwas passte mir da gerade nicht. Egal. So, werde ich jetzt hier zurückgesetzt oder was macht die KI jetzt hier? Ich verstehe halt gerade nicht. Also ja, typisch Codemaster. Random Shit. Also Ricciardo wurde zurückgesetzt. Ja, ne, ist klar. Ich kann mich ja nicht mal vorbereiten. Scheiße, ich selber schuld. Ne, ich hatte mich gewundert, warum ich so viel Gas im Pedal hatte. Ich habe das eigentlich nur schief angeguckt und der ist... Irgendwas passte mir da gerade nicht. Ich weiß aber nicht was. Wir werden es jetzt noch nicht rausfinden. Naja. Was soll's. Haben wir noch ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen, wie wir die erste Kurve... Wobei, ich bin außen, das ist schon mal gut. Ich weiß es nicht.
zurückhalten muss ich mich. Ganz wichtig, zurückhalten. Hier gewinnt man nichts in den Kurven. Man hat hier eine sehr lange Gerade. Da hat man sehr viel Zeit zu überholen und überholt zu werden. Deswegen sollte man das vielleicht in den Kurven lassen. Wir schauen einfach mal. Wie viele Runden haben wir? Steht natürlich noch nicht da. Egal. Also das Baku-Rennen dieses Jahr war ja nicht so der Brüller. Da waren die letzten 3 Jahre ja deutlich spannender. Mal sehen, wie unseres heute läuft. Und da kommt die Mannschaft. Oh, Teamkollege vor mir. Oh Gott, Force India in Formation. Das ist nichts Gutes im Baku. Das ist echt nichts Gutes. Oh Mann, oh Mann. Fünf Plätze verloren, aber alles heile, das ist wichtiger. Bin mal ein bisschen konservativ da reingefahren, weil im Training habe ich mich da schon mal kaputt gefahren. Oh nee! Fuck! Kalte Reifen, ich hasse es! Oh, leck mich am Arsch! Gut, ich kann's vergessen. Ist klar, du... Ah. Fährt voll vor mich rein. Alter, diese KI... Schmeiß weg die Rotze, braucht kein Mensch.
Na, kommst vorbei? Nee, ne? Da war ja schon brutal nah ran. Machen wir da vorne jetzt für Spielchen? Halt mal noch mal ein Manöver. Thank you.
Bin ich hier der Einzige ohne DRS? Das ist auch wieder unfair. Menno. Naja, eine Runde muss da noch gehen. Oh nein, zwei Force India nebeneinander, das kennen wir hier in Baku. Box, stop. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Danke, Jeff. Sainz steht immer noch da hinten in der Kurve. Dauert aber lang mit den Leuten hier. Ha! Bottas überholt. Wieder zurück. So, aufpassen. Irgendwann geht das in der Altstadt schief.
dauert immer lang. Ich hab's im Gefühl. Schön für ihn. Oh, da flog was. Oh, hier ist jetzt aber Trouble. Da ist ein Williams, alles klar, der kennt alles. So, schön raushalten, schön langsam fahren, kostet Zeit, aber... Nee. Was willst du machen, ey? Okay, Feuer frei. Jetzt wird's lustig, gleich. Ein bisschen zu weit weg. Nee. Doch, für alles schon. Alle DS, ne? Ja, komm.
ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Wieder zu weit weg. Fuck. Hamilton, aus. Danke. Dritter! Da sehe ich mich doch. Kommt. Jawohl, schieb mich in die Wand. Boah, hätte ich da nicht gebremst, hätte er mich voll reingedrückt. Vettel, du weißt, was das Raikön. Du weißt, was das heißt.
Dass du mich gerade extremst aufhältst, mein Freund. Kimi? Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Das schaffe ich nicht mit dem Trinken. Fuck. Verdurst mich halt. Warum wechseln wir die Flügel? War der doch kaputt? Scheiße. Thank you.
Die letzten 10 Sekunden, wo ich jetzt zurückkämpfe, die ich verloren habe. Geil. Jo! Schade. Kein DS? Ach, ich war vorher vorbei. Fuck. Oh, was macht ihr hier? Okay.
Hardway kriege auf jeden Fall. Dahinter, ne, das wird nichts. Ein Unterschied, das ist krass. Alter Vater. Scheiße!
Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Valtteri Bottas übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste. Ja, das ist enttäuschend. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Hamilton war hinter mir. Der hat mich einfach in die Wand geschoben. Also ich habe früh genug gebremst und der hat dann einfach geschoben. Und ja. KI. Hat sich der neue Start da richtig gelohnt. So, werde ich jetzt wieder gekündigt oder sowas? Darf ich mir das nächste Team suchen? Muss ich jetzt Williams? Erstmal lädt er sich einen Wolf. Geht. Interessiert keinen. Sauber Rennen habe ich auch nicht abgeschlossen. Danke, Hamilton, du. Gut, dass dir nichts passiert ist. Das war ein schwerer Zusammenstoß. Das Auto ist vorerst fahruntüchtig, aber zum nächsten halt Rennen die. Kriegen wir das wieder hin. Ja. Das nächste Rennen ist ja auch 2 Wochen hin. Dann erwarte ich von euch schon. Dreckskackei, ey. Richtige Dreckskackei. Gescheitert, ja, Team für gescheitert. Ach, Vertragsverhandlungen beginnen. Jo, das ist natürlich super nach so einem Rennen. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Ja, komm, mach. Hier siehst du die aktuellen Angebote. Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du kannst zwar das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Ja, komm hier. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Ups. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag okay, ich hätte wird noch also ein bisschen, mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Ja, das sagst du jedes Mal, laber nicht so viel. So, wichtige Sachen, die wir noch machen müssen. Das läuft noch. Ja, läuft noch. Motorleistung. Habe ich eigentlich genug, ne? Verbrennungsmotor. Naja. Ach ja, Spanien ist dran. Ja. Ich war gerade woanders. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber leider haben die es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Ja, natürlich. Am besten gibst du am Arbeitsplatz an, was neu entwickelt werden soll. Mit meinen nicht mehr vorhandenen Punkten, du Idiot. Denk doch mal vorher nach, was du da laberst.
Was ist denn da schiefgegangen? Gewichtsreduktion. Das dicke Update ist schiefgelaufen. Jawohl, ja, natürlich, klar. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams gekriegt. Die Klappe, ey, du Sie denken, Kuh. Deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Nee. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, jetzt halt was deine Angebot Schnauze. Machen. Boah, Entschuldigung, mal die Nerven. Jedes Mal, wenn ihr da reingeht, wir haben Kontakte. So, bis nächstes Mal in Spanien. Tschüss.